ist hier schon voll, die ist auch schon voll. Oh, das funktioniert doch super. Ah, da ist das Card. Stimmt, das wird ja hier alles nicht gechunkloadet. Nein, 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 nein. Geh bitte in die andere Richtung. Und hier will ich auch so eine Booster-Track. Komm schon, du schaffst es. Yes. Booster-Track hier. Schalter an. So ist er jetzt rausgezogen. Ist zwar nicht das schnellste System, aber es ist ein recht gutes System. Extract only. Was ist denn? Wir könnten hier theoretisch auch einfach einen Exportbus nehmen, aber so ein. Ah, wartet mal. Wir nehmen hier mal eine Kiste. Chest. So. Ich habe hier mal ein paar mehr gemacht. So. Und wir nehmen dieses Ding hier. Dann lässt sich das hier dran anschließen. So. Drehen. Ich möchte, dass du Erde speicherst. Extraktor. Ach, braucht das vielleicht noch ein Redstone-Signal? Jetzt funktioniert es natürlich. So. Wenn ich das Ganze jetzt mal bei so einem Ding hier mache. Mann. Z 29 dort. Oh Mann. Wieso funktioniert das nicht bei Barrels? Ich dachte, ich war mir fast sicher, dass es bei Barrels auch funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen doof. Dirt, weil wir haben jetzt schon sehr viel Dirt. Ah, das Cart hier ist fertig, das ist auch fertig. Sehr schön. Das hier wird schön gefüllt. Ja, irgendwie finde ich das jetzt ein bisschen doof. Ja, wie machen wir das dann? Gibt es das noch? Warte, wenn ich mal raufgehe. Blight Energistics. Früher gab es hier immer einen Level Emitter. Okay, ich weiß, was wir machen. Wir craften erstmal ein eine Trashcan. So. Das kommt hier mal rein. Und wie das hier alles. So, dann will ich hier einen Level Emitter. Das war dieses Ding hier. Bitte gib mir mal 4 von diesen Dingern. Was braucht das hier noch? ME-Cable. Okay, das ist kein Problem. Jetzt. So. Und dann brauche ich noch ein ein Output. Wie heißen die Dinger nochmal? Es gibt Insert Pipe und jetzt blöd. Moment. Ist ja ganz kurz. Ich habe gerade voll den Fail bei mir im Kopf. Export heißt das Ding. Ah, wir haben sogar noch einen. So, wenn ich jetzt hier runtergehe. Hä? Ach, das war ich vorhin, oder? Oder? Hä? Da waren gerade 3 Stacks. Ja, es funktioniert. Ich habe alles umsonst gebaut. Juhu. Egal, ich freue mich trotzdem. Yes, es funktioniert, es funktioniert. Okay, anscheinend brauchte das Ding hier einfach ein bisschen. Anscheinend ist es hier so, dass
nur die Blöcke, die neu reinkommen, auch dazu zählen. Und jetzt wollte ich noch gucken, ob ich das hier auch hinten anschließen kann. So. 7,46 oder sowas. Ja! Oh ja, Leute, das ist doch mal hammercool. Wir werden jetzt auch ein paar mehr Storage Buses bauen. Ja. Denn jetzt wird alle überflüssige Erde gleich mal in das Barrel gepackt. Und vielleicht sollten wir da auch mal ein Upgrade reinmachen. Barrel. Wie ging denn das hier? Creative, das wollte ich nicht. Larger. Okay. Dann nehmen wir mal einen Hopper. Oder werden wir das hier mal bauen? Hopping wollen wir nicht, wir wollen nur einen Larger. Okay, wir haben Hopper. Hier. Oakwood. Barrel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Large. Juhu. Da brauchen wir die Axt. Okay, ich weiß, das sieht komisch aus. So. Da wird's gefüllt, weil da das Cart steht wahrscheinlich. Richtig. Weil, wie gesagt, sonst würde es das nicht so füllen. So. Wir haben hier unter 4000 drin. Wenn ich das jetzt reinmache, sollten wir über 4000 haben. Richtig. Denn das hier wird, wie gesagt, als ja zusätzlicher Platz für das System anerkannt. So. So haben wir schon irgendwelche Erze. Nein, wir sind noch viel zu hoch. Okay. Aber den Chunkloader, den ich ja mal gebaut habe und wahrscheinlich in diesem Ding habe, oder auch nicht, habe ich ihn dann hier drin. Ja. Den kann ich ja mal hier irgendwo auch hinstellen. Dass das ja auch immer geladen bleibt. Ich glaube, hier hat er Platz. Show Lasers. Ach, wir können ja nicht fliegen. Bis wohin gehen die denn? Jetzt müsste ich dahinter stehen, oder? Ah, okay, das ist definitiv groß genug. Jetzt machen die Lasers mal da auf, weil man sieht die Laser nur, wenn man auf den Block drauf guckt oder wenn der Block im Sichtfeld ist. Also hier, sobald er jetzt rechts am Rand drin ist, sehe ich die Laser. Früher war das ein bisschen anders, jetzt ist es neu. So. Jetzt sollte das hier auch immer funktionieren. Dann könnte ich hier Cold Coke rausnehmen und da reinmachen und dann ein bisschen mehr Iron. Iron Ingots. Ja, also man kann mit C dieses Crafting Grid machen. Da kann man hier das Zeug alles so auf dem Boden craften. Und irgendwie konnte ich es dann auch herholen. Shift rechts war es nicht. Muss ich mir mal angucken. Ich weiß ja gerade nicht genau, aus welchem Mod das ist, also frag mich am besten nicht. So, das kommt hier rein, dann kann das hier oder schön weiterarbeiten. Das restliche Eisen kommt hier hin. Und da 34 Stacks haben wir da schon. Alter Schwede. Ja, das funktioniert aber alles ganz gut. Was ich jetzt trotzdem machen werde, ist hier Upgrade. Und zwar will ich Wood to Iron. Ah ne, da war schon Iron Chest, egal. Iron to Gold wollte ich dann. So, und das wollte ich dann zu Gold zu Diamant. Ist zwar ein bisschen teuer, aber
besser, als wenn wir übelste Lecks haben, falls jemals diese Kiste hier voll sein sollte. Zack, zack. So. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber so ist es halt. Wir schauen mal. Hier müssen wir demnächst irgendwann mal Erze bekommen. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das ja schon ziemlich geil, was wir jetzt hier schon geschafft haben in dieser Aufnahmesession. Das erste Mal, dass ich hier mit Railcraft was gebaut habe, auch in der Aufnahme das erste Mal. Das Zeug funktioniert alles sehr gut. Und falls sich die beiden Charakter jemals stören, ist das eigentlich kein großes Problem. Denn das wird sich dann so ausbalancieren, dass das eine irgendwann halt mal beim Liquid Unloader kommt und das andere irgendwann hier mal beim Item Loader oder Unloader. Und das funktioniert dann schon so recht gut. So, jetzt brauchen wir hier aber trotzdem noch ein paar mehr. Wie heißen die Dinger nochmal? Item Subsets, Mods, Storage Bus. Es gibt auch den Fuzzy Storage Bus, aber der macht nicht das, was wir wollen. So, wie habe ich denn dem schon beigebracht, wie man sowas hier baut? Wir brauchen Fluix Dust. Craft ja bitte 20 Stück. Dankeschön. So. Storage Bus. Nicht, dass ich es schon wieder vergesse. Wir haben kein Glas mehr. Welch ein Wunder. Cobblestone. Hier hin. So. Aber es ist eigentlich recht gut, dass wir jetzt so viel Dirt bekommen, denn wir werden demnächst mal anfangen mit einer neuen Art von. Welchen Schalter habe ich jetzt hier ausgemacht? Egal. Wir brauchen hier sowieso nur einen, weil der aktiviert diesen Block. Und da dieser Block an diesem Block grenzt, hat der hier auch das Redstone-Signal. So. Aber ich glaube, ich habe den hier ausgemacht. So war das. Ja. Wahrscheinlich. So, Ami-Interface. Drei Stück. Denn wir wollen hier eins, zwei, noch mindestens zwei von diesen Storage Buses. So, und diese Dinger hier werde ich auch gleich mal upgraden zu Large. Large. Und wir brauchen mehr Hopper. Und mehr Chests. Ach du meine Güte. Wisst ihr was? Wir werden jetzt hier mal dem ganzen Ding beibringen, wie man Chests macht. Und dann lieber dem ganzen Ding Hopper. Wie man Hopper macht. So. Jetzt sollte sich das Problem auch mal gelöst haben, weil wir verwenden Hopper in letzter Zeit immer öfters. Crafts 2 Fluxdust. Interessant. Hier, Hopper. Gib mir mal 5 Stück bitte. Und dann will ich hier auch das Larger von diesen Dingern. 1, 2. Juhu. Zack. Dann hole ich mal hier Cobblestone. Und dann hole ich ja zusätzlich mal noch. Ja, was von was werden wir auch viel bekommen? Kies. Holz vielleicht. Holz ja nicht schlecht. So. Die Dinger erstmal richtig rumdrehen. So. Based on stored items, du bekommst Cobblestone. Sehr schön. Und du bekommst Oakwood. Sehr schön. Und jetzt nehme ich hier ein bisschen Cobblestone raus und kann dann hier Cobblestone reinmachen und wir haben da vorne voll. Und das gleiche hier und jetzt gehe ich mal ganz kurz nach oben. Denn wir haben hier ja
ganz schön viel. Und apropos, ich habe bei diesem Card oh gut. Nehmen wir einfach mal ein bisschen. Legen das hier rein. So. Das ist ja auch wieder funktioniert. Denn wir müssen dieses Zeug hier auch mal ein bisschen verfrachten. Und zwar ins System. So, und wenn wir jetzt mal wieder hier runtergehen. Yes! Sehr schön. Ja, wird immer besser. Unser Haus. So, diese Dinger laufen natürlich durchgehen, weil wir jetzt hier ziemlich viel Fuel auch rausziehen. Aber wo ist denn das Card? Steht das da und ich habe es noch nicht gesehen? Ach ja, hier. Ich bin doof. Juhu. Oha, hier ist schon eins fast fertig. Ich würde sagen, wie viel Uhr haben wir denn? Oh, 59. Muss es definitiv ausmachen. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Ciao.